herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute habe ich wieder ein Unboxing für euch. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wenn ich das Video drehe. Also ich drehe das Video. Also ja, sonst würde ich ja hier nicht sitzen. Genau. Entweder kommt dieses Video in die Glossy Week, weil meine monatliche Glossybox überhaupt nicht ankommen will bei mir und ich da hinterherlaufe ein bisschen, oder sie wird halt dieses Video separat kommen. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall da. Es macht dann lustig in der Glossy Week mit, ne? Da werde ich das dann auf jeden Fall auch so nennen. Glossy Week meets My Little Box. Genau. Aber die My Little Box hat diesen Monat nämlich auch ein Meets gehabt. Und das war mit Rituals. Und ich muss sagen, dieses Packaging ist einfach wieder so wunderschön. Das ist typisch My Little Box. Ich habe sie diesen Monat etwas spät bekommen. Ich bin da so ein bisschen, naja, angepullert. Ja, finde das jetzt nicht so nett, dass irgendwie alles so spät gekommen ist. Die Pink Box haben wir alle zur gleichen Zeit bekommen. Ich warte immer noch auf die Glossy Box. Hoffe, sie ist angekommen. Zu diesem Zeitpunkt, wenn ich das... Man weiß es nicht. Also wo ich das Video jetzt mache, ist es nicht angekommen. Und das ist ärgerlich. Genau. Und die ist jetzt auch gerade erst angekommen. Und das sie war schon seit dem 4. oder sowas bei der Post. Ich frage mich, was machen die damit? Was machen die 2 Wochen damit? Schmeißen sie sich das gegenseitig zu? Ich weiß es nicht. Fand ich jetzt auch nicht so toll. Aber ich habe sie bekommen. Das freut mich auf jeden Fall. Und dass da Rituals drin ist, freut mich auch. So, wir packen die jetzt gemeinsam aus, meine Lieben. Genau, das ist ja halt immer so eine Schwierigkeit mit der My Little Box. Von wegen mit den Preisen. Das steht halt nicht dabei. Deswegen, ich muss da mal schauen, ob ich... muss da mal schauen, wie wir das da mit den Preisen machen. Auf jeden Fall haben wir wieder eine Karte da drin, da steht drauf, wir wachen auf und sehen uns um. Wie wird die Welt sich zeigen? So wunderschön ist um uns rum ein bunter Blumenreigen. Und ich bewahre die immer gerne auf für Verlosungen, solche Karten. Jo. Oh. Genau. Also. Gut. Viele Wege führen zur Entspannung. Bei My Little Box glauben wir schon lange an die Kraft der Little Rituals. Also hier sind so ein kleines Heftchen bei. Und die Lifehacks. Unsere Routinen helfen uns, die raren Me-Momente im Alltag mit Freude zu genießen. Egal, ob wir uns ein verwöhnendes Bad oder eine behagliche Atmosphäre mit sinnlichen Düften, asiatischer Räucherstäbchen zum Feierabend freuen. Verlässliche Entspannungsstrategien verleihen den kleinen Dingen des Lebens die extra Prise Glück. Der Mai macht bekanntlich alles neu und so brechen wir auch wir diesen Monat auf zu neuen Ufern, neuen Routinen und passen unsere Bedürfnisse wieder neu an. Vielleicht findest du hier die ein oder andere Anregung, die perfekt in deinen Tag hineinpasst. Es ist schließlich der Wonnemonat. Ja, das sehe ich an Wetter. Ganz toll. Entdecke unsere Tipps und Ideen für mehr Entspannung im Alltag und diesen kleinen Leitfaden aus unserer Mai-Kooperation mit Rituals Cosmetics. Also, das ist so eine kleine morgendliche oder am Tag, was du da so machen sollst, ne? 7.45 Uhr jetzt und sowas alle und finde ich ganz nett und werde ich mir wahrscheinlich auch hier so hinkleben. Das bleibt auf jeden Fall da. So, dann fangen wir doch mal hier mit diesen Säckelchen. Ich finde diese Säckchen einfach immer so schön, ne? Die so mitschicken. Und da haben wir hier etwas für den Körper drin. Da ist drin immer in Richtung Herzchakra. Massagebürste. Trockenbürsten befreit deine Haut von toten Hautschüppchen und aktiviert die Blutzirkulation. Aber denk bitte daran, dabei immer in Richtung deines Herzens zu bürsten. Kurz gesagt, diese Bürste bringt dich und deine Haut auf Trab. Dabei gibt es 2 Möglichkeiten. Bei der traditionellen Variante wird die trockene Haut sanft abgebürstet und anschließend die Rituals Körpercreme einmassiert. Alternativ kannst du die chillige Variante in der Dusche wählen, bei der du mit dem Duschschaum von Rituals in duftenden Schaumwolken verschwindest. Und die ist, also, das ist jetzt so eine Bürste. Da steht halt was
Und Thames-Bourson oder so. Hier ist auch das eingemeißelt, ne? Rituals mit My Little Box. Und das ist dann halt so eine Bürste, wo man. Also, das ist aber, wenn du da nicht durchblutet wirst, dann weiß ich aber auch nicht. Trockenbürsten habe ich noch nie gemacht. Ja, hört sich interessant an. Schauen wir mal. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Massagebürste. Ich glaube auch so hier für den Rücken einfach so unter der Dusche, ne? Hallo Experte, wir müssen duschen gehen. Du musst mir meinen Rücken machen. Jo, jo, jo. Das war Nummer 1. Dann haben wir Nummer 2 ist jetzt hier ein etwas größeres Säckchen. Ach, guck mal, wir hatten hier auch was drin. Ah, eine Leseprobe. Und dann war es Liebe. Ja. Leseproben ist jetzt nicht so meins, deswegen wird die auch mit in die Verlosungskiste kommen hier. So, Slow Emotion. Oh, hier sind die Rituals-Sachen drin, Leute. Ja, wir haben hier Rituals of Ying, das habe ich noch nicht gehabt. Ich habe Rituals of Sakura und ja, das ist ein Schauergel. Kann ich gleich sofort unter der Dusche benutzen. Ich weiß gar nicht. Ja, aber haben wir noch irgendwas, was hier? Ach, da haben wir noch eine Bodylotion, glaube ich. Ein, ja, Duschschaum finde ich sehr gut. Dann haben wir hier drin auch Rituals of Ying, eine Bodycreme, eine schöne Tube, ne? Das Grün gefällt mir sehr gut. Gebe ja Bodycremes gerne weiter im Moment, aber Rituals werde ich da selber behalten. Und da muss ich mal gucken, wie das riecht. Rituals of Sakura riecht ja richtig gut. Ja, also es ist ein angenehmer Duft. Nicht so aufdringlich. Riecht irgendwie nach Sonnencreme. Finde ich jetzt. Sonnencreme, Urlaub, Strand. Da freue ich mich sehr drüber. Und dann haben wir das letzte. Also wir hatten ja auch wieder hier so ein Slow Emotion Säckchen dabei. Ne? Und da haben wir ein Deep Sleep Pillow Mist, also ein Deep Sleep Pillow Spray auch. Ich bin mal gespannt, wie das riecht. Wir hatten ja eins schon in unseren Boxen. Oh. Also, das riecht aber ganz mäßig nach Kissenspray, genau. Aber ist da. Das riecht aber ganz sanft nach Lavendel. Ganz, ganz sanft. Finde ich gut. Kommt bei dem anderen, was ich ja auch in eine von den Glossy-Boxen hatte. Kommt dabei. So, dann haben wir als nächstes hier drin. Das war dieser Stein, ne? Dein Bubble, duftverströmendes Medaillon. Traumfänger, scharfe Zehen, 6 Becher Kamillentee vor dem Schlafengehen kippen. All das kann dich natürlich in die Arme von Morpheus stürzen. Unser Geheimtipp für süße Träume ist dieses parfümverströmende Medaillon. Ein Spritzer Parfüm auf die Keramikoberfläche und der Duft wird für eine lange Zeit an die Umgebung abgegeben. Stell es auf deinen Nachttisch oder befestige es unweit deines Bettes. Schließ die Augen und entschwebe in deiner persönlichen Duftbubble in süße Träume. Das ist aber süß, ne? Da ist wirklich, ach, hinten ist so eine Blume drauf und vorne halt dieses Rituals, ne? Und My Little Box. Das ist echt schön. Und ich habe ja hier hinten, ja gut, das riecht jetzt nach nichts, ne? Warum rieche ich überhaupt da dran? Junge, ehrlich. Wir machen da jetzt mal was drauf von diesem Pillow Spray. Ja, das zieht sofort. Oh, das riecht. Jetzt riecht man das erstmal. Das riecht richtig gut. Also, das gefällt mir. Ich glaube, das hänge ich wirklich bei uns im Wohnzimmer, im Schlafzimmer. So Richtung Bett. Damit das da immer schön duftet drin. Freue ich mich sehr drüber. Dankeschön, my little box. So, dann haben wir noch was, ja, für die Haare. Ja, ich habe schon andere. Ich finde das hier so süß. Ne? Das ist so ein kleines, ja. Einfach sehr schön gemacht, immer mit Liebe. Das sind nämlich zwei Haarspangen und die sind schwer. Zwei Haarspangen, güldene Haarspangen, die das kreative Chaos deiner Haarpracht bändigen. Und die sind sehr, sehr schön. Ich bin aber
Nicht clever genug. Komm mal her, Spieglein an der Wand. Wir machen da mal jetzt eine rein in die Haare. Das ist jetzt diese Cäsar-Feder, wollte ich jetzt sagen, sage ich einfach mal. So. Oh, schick. Die sind schick, oder? Ach, guck mal, wie schön. Hat die gefallen mir aber. Warte mal, die andere müssen wir auch. Das ist eher so eine, ja, so ein bisschen, irgendwie so gar nichts. Irgendwie so gar nichts. Machen wir mal hier rein. Ja, da gefällt mir aber auf jeden Fall die mit den, hier, mit dem Blatt auf jeden Fall besser. Die andere ist auch nicht schlecht, aber die gefällt mir besser. Oder, also das finde ich sehr, sehr schön. Und ich will dann mal gucken, wenn ich den Preis von den Sachen alle so rausbekomme, werde ich euch das auf jeden Fall unten in die Infobox ja, packen, was gekostet hat. Aber wie gesagt, das ist immer halt ein bisschen schwierig. Obwohl bei den Ritual-Sachen wahrscheinlich nicht, aber bei den anderen. So, wir haben jetzt für nächsten Monat schon wieder was. Nächsten Monat kommt die It-Bag des Sommers. Ach, ich bin ja auch so ein, ja, so ein kleiner Taschenfreak, ne? Ich liebe Handtaschen auch. Und ich habe da auch schon einige. Und ja, Taschen kannst du nie genug haben. Genau wie Lidschattenpaletten. Obwohl, irgendwann kommt da auf die Idee, so welche von meinen Taschen abgeben. Ich muss still sein. Summertime and the living is... Summertime and the living is easy. Oder so. Ich kann nicht singen, aber das macht gar nichts. Diesen Sommer, je mehr denn je, oder? Die Marke, mit der wir diesen Juni deine alljährliche Sommertasche entworfen haben, begleitet uns auf unseren Abenteuer im Rhythmus melodischer Folkgitarren, klimpernden Armbänder und leiser trommelnder Tamburine. Hört sich nach einer bunten Tasche an. Deine Junibox hat die Sonne eingefangen und sich extra Muscheln ins Haar geflochten. Sie erwartet dich schon. Es ist endlich Sommer und das Leben wird leichter. Ja, das hoffen wir doch alle mal. My Little Box mit Kooperation mit Petit Mendigot Paris. Freue ich mich schon wieder sehr drüber, weil die My Little Box wirklich einer meiner liebsten von diesen drei Boxen ist, weil sie halt diese Liebe zum Detail hat. Ne? Ihr seht ja hier schon mit diesen Spangen und halt mit Rituals und sowas alle. Ich finde das echt, echt toll und das riecht immer noch. Aber ich glaube, da muss ich mal Parfüm drauf machen. Vielleicht riecht es noch intensiver. Ja, das war die My Little Box. Meine Lieben, das war die My Little Box. Genau. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, habe ich sie in der Glossy Week drin? Seht ihr sie natürlich da? Habe ich sie nicht? Seht ihr sie einzeln? Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat mir die Box sehr, sehr gut gefallen. Den Gesamtwert, wenn ich es rausbekomme oder die Werte von diesen halt von den Rituals und so, die blende ich euch nicht ein, sondern schreibe ich einfach unten in die Infobox, falls da irgendeiner Interesse dran hat, das zu lesen. Genau, und da würde ich sagen, das war's dann von meiner Seite aus mit der My Little Box. Ich habe mich sehr darüber gefreut, allerdings ein bisschen spät. My Little Box, falls ihr das seht, schickt es doch mal ein bisschen früher los, Mensch. Oder sagt, was der Post, die das da nicht so lange behält. Ja, gut. Also auf jeden Fall war sie sehr schön. Ich habe mich gefreut, sie endlich mein nennen zu dürfen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine Lieben. Bleibt gesund, falls ihr das nicht seid, werdet gesund. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht das Abo, das ist kostenlos. Und da würde ich mich sehr darüber freuen. Also, ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, meine Lieben. Und macht es gut. Bis dann. Ganz viel Küsse. Tschüss.